Willkommen zum zweiten Vortrag des DSpace-Anwendertreffens 2020. Dieses Jahr zunächst mal im Webinar. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Philipp Münch von der Universität Osnabrück sich bereit erklärt, seinen Vortrag als Webinar zu halten. Wir zeichnen den Vortrag auf und werden ihn hinterher als Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Sie können Fragen gerne auch während des Vortrags oder auch am Ende des Vortrags eintippen in die Frage- und Antwortfunktion des Webinars, das wir hier benutzen. Wir werden am Ende des Vortrags die Fragen vorlesen und sie dann beantworten lassen. Philipp Münch ist, wie gesagt, Mitarbeiter der Universität Osnabrück, hat sich sehr verdient gemacht in der DSGVO-Arbeitsgruppe auch, ist da wirklich tatkräftig dabei. Auch dafür nochmal hier in der Form öffentlich herzlichen Dank für die Unterstützung. Heute wird er allerdings nicht über die DSGVO sprechen, sondern über das DIN-Zertifikat. Philipp, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Pascal. Du hast es ja gerade schon gesagt, es soll heute um das DINI-Zertifikat gehen oder halt konkreter um die Fragestellung, wie haben wir in Osnabrück unser Repositorium DINI-zertifizierbar gemacht? Vielleicht zur Einleitung erstmal auch, wenn die meisten Leute es ja eigentlich wissen sollten, was ist das DINI-Zertifikat? Das DINI-Zertifikat ist ein Angebot der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation, sein eigenes Open Access Repositorium auf die Einhaltung gewisser Qualitätsstandards und Best Practices prüfen zu lassen. Da geht es um technische Standards wie Metadaten, Interoperabilität, es geht um rechtliche Aspekte, administrative Aspekte. Das Zertifikat oder das Dokument dahinter kann aber auch einfach als Ratgeber dienen. Also ich empfehle tatsächlich einfach mal allen Betreibern von Repositorien da reinzuschauen und sich das zu Gemüte zu führen. Da stehen eine ganze Menge Sachen drin, die man auch dann umsetzen sollte, wenn man nicht unbedingt plant, sein Repositorium zertifizieren zu lassen. Wenn man es dann doch vorhat, dann werden aus diesen Best Practices und Qualitätsstandards halt eben 68 Mindestanforderungen und 54 Empfehlungen, zumindest in der Variante von 2016, die wir umgesetzt haben. Das klingt auf den ersten Blick erstmal nach einer ganzen Menge, ist aber eigentlich weniger schlimm, als man denkt. Für diesen Vortrag heißt das aber halt, dass ich eben nicht auf alles eingehen kann und mich aufgrund, ja, meiner Profession als Informatiker halt vor allem auf die technischen Fragen konzentrieren werde. Zu den Gegebenheiten in Osnabrück. Wir setzen in Osnabrück ein DSpace 6.2 ein. Ich habe noch ein Plus dahinter gesetzt, weil natürlich eine ganze Menge Anpassungen gemacht wurden, auch unabhängig von den Vorbereitungen auf die DINI-Zertifizierung. Wir setzen auch eine JSP-UI ein oder die JSP-UI und halt eben nicht die XML-UI. Warum schreibe ich das oder sage ich das? Einfach deshalb, weil vieles von dem, was ich hier erzähle, sich nicht genau eins zu eins so in der anderen Oberfläche und in anderen DSpace-Versionen umsetzen lässt. In DSpace 7 ist es dann sowieso vorbei. Da muss man dann halt nochmal ein bisschen Arbeit reinstecken. Für die Zertifizierung wichtig als Gegebenheiten, unser Repositorium enthält komplett nur Open Access Dokumente und es wird keine Versionierung genutzt, was einige oder die Umsetzung einiger Anforderungen halt eben einfacher macht. Auf der anderen Seite haben wir uns aber schon vor sehr, sehr langer Zeit entschieden, anstatt DOIs oder Handles halt URNs zu vergeben, was dann wiederum einige kleine Probleme mit sich bringt. Gehen wir mal direkt, vielleicht nicht die vollen, aber ich möchte einen Punkt ansprechen, der mir eine ganze Zeit lang ein bisschen schwer im Magen lag. Einige der Mindestanforderungen erfordern halt sozusagen die Erstellung einer Dokumentation, eines Betriebskonzepts, eines Sicherheitskonzepts. Bei der Doku kann man einfach auf die fertige Doku des DSpace im Internet verweisen. Betriebskonzept und Sicherheitskonzept muss man aber halt selber verfassen, weil es ja um die technischen Gegebenheiten rund um das DSpace im eigenen System geht. Nachdem ich lange gerätselt habe, wie umfangreich und detailliert das sein muss, habe ich mich einfach entschieden, sozusagen meine eigene Dokumentation abzugeben, die ich halt mitgeschrieben habe, wo es einfach um Shell-Protokolle, Inhalte von Konfigurationsdateien geht, damit ich im Zweifelsfall unser DSpace schnell wieder aufsetzen kann. Zu diesen Dingen habe ich halt noch 3 Seiten ein bisschen Text geschrieben. Was ist wo gespeichert? Was ist wie gesichert im Backup? Wo steht der Server? Wie ist die Hardware gesichert? Diese Fragestellung. Das Ganze hat dann insgesamt 16 Seiten umfasst und war dann halt ausreichend, um diese Anforderungen zu erfüllen. Schön ist es immer, wenn man viele dieser Anforderungen halt eben durch Konfigurationen umsetzen kann. Ein Punkt, wo das geht, ist die Implementation der DDC-Sachgruppen und der DINI-Publikationstypen, die halt für die Erfassung der Dokumente oder die Verschlagwortung der Dokumente vorhanden sein sollen.
Dafür gibt es im DSpace die kontrollierten Vokabulare, die ermöglichen eine fehlerfreie Verschlagwortung, weil man halt eben keinen Freitext eintippen muss. Sie sind hierarchisch anlegbar, sie sind lokalisierbar und damit eigentlich perfekt für diesen Zweck geeignet. Die Frage ist aber, wie gibt man diese Daten hinterher über die UAI-PMH-Schnittstelle wieder aus? Das Problem ist, in der Benutzeroberfläche sollen die ganzen Begrifflichkeiten ja menschenlesbar sein und halt möglichst auch noch mehrsprachig. In der UAI-PMH-Schnittstelle gibt es aber da einfach von der DINI vorgegebene technische Begrifflichkeiten und die Setbildung soll halt in der UAI-PMH-Schnittstelle auch so aussehen, dass es halt englische Setnamen gibt. So wird halt da zum Beispiel aus einem Beitrag zu einem Periodikum der Doctype Contribution to Periodical. Die Lösung dafür war bei uns, wir haben uns überlegt, einfach in den Metadaten sowohl den menschenlesbaren Begriff als auch den technischen Begriff zugleich zu erfassen. Damit hat man dann alle Informationen für später schon drin. Für die Setbildung muss der Name sowieso nochmal in der Konfiguration eingetragen werden. Für die Ausgabe der Metadaten über die Schnittstelle muss dann aber halt die Transformation über XSL angepasst werden. Also DC-Type und DC-Subject, DDC können dann nicht mehr einfach so weitergegeben werden, sondern müssen ein bisschen umgebaut werden. Das will ich gleich zeigen. Erstmal kurz die Setbildung. Hier sieht man halt, ne, habe ich einen Mauszeiger? Nein, habe ich leider nicht. Unten sieht man, dass man halt in der Konfiguration bei der Definition eines Sets sowieso den Namen des Sets nochmal angeben muss. Dann wird er dabei auf einen Filter referenziert. Das ist darüber. Der Filter setzt sich zusammen aus mindestens einer Condition. Es können mehrere sein, die boolsch verknüpft sein können. Und eine Condition benutzt halt dann zum Beispiel einen DSpace at least one metadata Filter. Im Wesentlichen geht es darum, dass an einem Dokument, das in diesem Set DDC 000 drin sein soll, halt ein Metadatum vom Typ DC Subject DDC angehangen sein muss, dessen Wert beginnt mit dem Teilstring 000. Ähnlich für die Publikationstypen, nur dass wir halt hier aufgrund der Tatsache, dass der technische Begriff ja am Ende steht, halt einfach dann statt dem Start-Swift-Operator den End-Swift-Operator haben. In der Ausgabe der Metadaten, man muss ja in der UAI-PMH-Schnittstelle von DSpace das interne Format halt in die verschiedenen Ausgabeformate transformieren über XSLT, reicht es halt eben dann nicht mehr aus, einfach ein DC-Type zu erzeugen, das dann einfach den Metadatenwert unverändert weitergibt. Man muss stattdessen halt mit den vorhandenen Operatoren aus XSLT einfach den Teilstring aus den eckigen Klammern herausschneiden. Ich kann jetzt gerade leider nicht darauf zeigen, weil ich, wie gesagt, aus irgendeinem Grund keinen Mauszeiger habe und halt diesen Präfix Doctype davor hängen. Ganz ähnlich läuft das auch für die DDC-Sachgruppen. Da ist es halt der Teilstring bis zum ersten Leerzeichen. Eine weitere Codeänderung, die notwendig geworden ist, ist der Umgang mit der Fragestellung an Lizenzen. Das Problem im DSpace ist, dass der Default CC-Lizenzschritt kein CC 4.0 kennt und dass dort die CC-API genutzt wird, die auch in der Lage ist, halt Texte zur Verfügung zu stellen mit Beschreibungen der Lizenzen, deren Namen und so weiter. Aber die sind auch für CC 3.0 nicht alle lokalisiert gewesen, zumindest zu dem Zeitpunkt, was wir auch irgendwie ungünstig fanden. Außerdem verlangt das DINI-Zertifikat halt für Dokumente, die nicht unter einer CC-Lizenz stehen, die Angabe eines Copyright-Vermerks, das kann das DSpace ja auch schon, aber es ist halt ein bisschen weiter ausgebaut worden, diese Anforderung. Soll ein Verweis zu rightsstatements.org dann vorhanden sein. Das ist eine Seite, wo halt verschiedene Varianten von Copyright-Vermerken hinterlegt sind. Und ja, genau. Dieser Vermerk soll dann halt eben hier auch in den Landing-Pages der Dokumente angezeigt werden. Ich habe diese Landingpage angepasst. Das ist in der Display-Item-JSP. Da ist sowieso schon die Anzeige, wie gesagt, der CC-Informationen so denn vorhanden implementiert oder halt im anderen Fall die Anzeige des Copyright-Vermerks. Da ist es halt einfach so, dass ich den Verweis zu rightsstatements.org und auch die RDF, die maschinenlesbare RDF-Variante des Copyright-Vermerks einfach hart einkodiert habe. Im anderen Fall, beim Vorhandensein einer CC-URL, ging es halt auch noch darum, zum Beispiel, dass die Einbindung der richtigen Grafiken sichergestellt sein musste. Da war auch eine kleine Änderung nötig.
Was den eigentlichen CC-Lizenzschritt für die Einreichung angeht, sieht man hier unsere neue Variante. Sieht auf den ersten Blick relativ unübersichtlich aus, hat dafür aber einige Funktionalitäten, die der alte Schritt nicht hat. Erstens, man sieht in der Mitte halt die schon vorher vorhandenen Fragestellungen, die man beantworten soll, damit die CC-Lizenz dann ausgewählt wird. Darunter ist aber auch die Möglichkeit, die CC-Lizenz direkt auszuwählen. Und darüber ist die Möglichkeit, also anstatt der empfohlenen Version 3.0 und der empfohlenen Jurisdiktion Deutsch, eben auch eine andere Jurisdiktion und andere Version der Lizenz auszuwählen. Damit also ist es halt auch möglich, zum Beispiel die richtigen CC-Lizenzen für Zweitveröffentlichungen zu hinterlegen. Letzte Codeänderung, auf die ich etwas näher eingehen will, ist der Punkt Logging-Statistik. Das DSpace lockt eine ganze Menge mit. Statistik wird in einem Solar-Index geführt. Es werden in Logfiles auch Informationen hinterlegt, die halt einen Rückfluss zulassen auf, ja, auf die Person, die diesen Vorgang ausgelöst hat. Die DINI, nicht nur auch die DSGVO, fordert da halt eine Pseudonymisierung oder Anonymisierung. Es ist aber auf der anderen Seite auch nicht möglich, diese Dinge komplett abzuschalten, da eine Statistik von der DINI gefordert wird. Dadurch sind halt ein paar Anpassungen nötig, die Gott sei Dank eigentlich gar nicht so umfangreich sind. Für den Solar Statistik Index ist es die Solar Logger Service Impl Java. Da gibt es zwei Methoden, GetsCom und SolarDog. Diese Methode, der Name lässt vielleicht darauf schließen, stellt halt sozusagen das Basisdokument für jeden Statistikeintrag zur Verfügung. Und da drin werden halt auch eben dann IP-Adressen in die Statistikeinträge eingefügt. Oder halt eben die Net-IDs oder E-Mail-Adressen angemeldeter Nutzer und so weiter. Da kann man halt einfach alle Felder auskommentieren oder löschen oder die Füllung der Felder auskommentieren oder löschen, die man nicht mehr haben will. Das sind so Zeilen wie halt dieses doc1.addfield hier für die IP-Adresse. Nimmt man das raus, sind die Informationen nicht mehr da. Für Logzeilen ist es die Log-Manager-Java und die UI-util-Java, zumindest im JSP-UI-Fall. Da muss man halt auch einfach zusehen, dass man identifizierende Informationen einfach durch feste Strings ersetzt. Warum? Der letzte Punkt, das sieht man auf der nächsten Seite. Die Logzeilen sehen halt immer noch so aus wie vorher, bloß dass halt eben keine IP-Adressen und so weiter drinstehen. Das ermöglicht halt, dass weiterhin die Legacy-Statistik über die Auswertung von Logfiles erstellt wird, so dass denn gewünscht ist. Darunter sieht man halt ein Beispieldokument aus dem Solar Statistik Index. Man sieht halt, dass keine identifizierenden Informationen mehr vorhanden sind. Eine Auswertung ja, der Zugriffe ist aber halt auf diese Art und Weise trotzdem noch möglich. Eine weitere wichtige Codeänderung, die ich aber jetzt leider nicht näher beschreiben kann, ist, die DINI-Zertifizierung erfordert, dass das DSpace oder auch ein anderes Repositorium den Export von Metadaten in bibliografische Formate zum Beispiel anbietet. Dafür ist, also das könnten halt zum Beispiel BibTeX oder RIS sein. Das gibt es halt im Standard DSpace nicht. Wir haben, oder ich habe das implementiert. Den Code kann ich aber leider aktuell nicht einfach so rausgeben, da Fremdcode genutzt wird und ich nicht sicher bin, wie die rechtliche Lage ist. Ein Vögelchen hat mir aber gezwitschert, dass ein bekannter deutscher Service-Provider da schon eine Lösung anbieten kann. Das am Rande. Andere Codeänderungen, die noch notwendig waren, habe ich hier mal als Low-Hanging Fruits zusammengefasst, weil es halt eben nicht wirklich aufwendig ist. Es wird gefordert, dass auf den Landing-Pages der Dokumente vermerkt ist, wenn es sich um Dokumente handelt, die im Open Access verfügbar sind. Da das bei uns alle sind, habe ich halt einfach hart einkodiert, dass das bekannte OA-Icon da angezeigt wird in der Display-Item-JSP, die ja schon mal angesprochen war. Dann manche Mindestanforderungen sagen halt, dass relevante Dokumente im System oder aus dem System heraus direkt zugreifbar sein sollen, zum Beispiel die Deposit-License oder die Policy des Repositoriums. Dafür habe ich mir die Navbar-Default-JSP geschnappt. Das ist der Teil des Codes, der die Navigationsleiste oben, die Menüleiste erzeugt. Da drin gibt es im Standard einfach nur einen Hilfe-Button. Wenn man da drauf klickt, ist man sofort in der Hilfefunktion. Diesen Button habe ich durch ein Dropdown-Menü ersetzt und halt dann dort links aus dem System heraus ins CMS der UB hinterlegt. Und zuletzt, da unser System halt URNs nutzt als Persistent Identifier, ist es so, dass die DINI in diesem Fall auf den Landing-Pages gerne die URL des DNB-Resolvers anzeigt, anstatt die Repositoriums-URL. Dafür hat das DSpace eigentlich auch eine Konfigurationsoption. Das Problem ist bloß,
Wenn man diese nutzt, dann wird halt die Resolver-URL anstatt der DSpace-URL auch in den Metadaten abgelegt, diese dann halt auch über OAI-PMH ausgegeben, was letztlich dazu führt, dass an den Resolver sozusagen ja, seine eigene Adresse zurückliefert wird und man landet halt in einem Loop. Ja, um das zu verhindern, musste ich halt einfach dann die URL auch wiederum in der Display-Item-JSP umbauen. Die URN wird halt aus der URL gelöst und halt an den oder die Resolver-URL einfach angehangen. Gut, zusammenfassend, wie aufwendig war das Ganze? Unser DSpace oder unser Repositorium hat halt zu Beginn schon ungefähr 30 von 64 Anforderungen erfüllt. Von den restlichen verbleibenden Anforderungen waren 19 technischer Natur. 6 davon haben halt Codeänderungen, deren Umsetzung haben halt Codeänderungen benötigt. Der Rest ließ sich durch Konfigurationen abdecken. Wir haben relativ schnell entschieden, dass wir halt nicht aktiv Empfehlungen umsetzen wollen. Dennoch hat es dann letztendlich mehrere Monate vom Start des Projekts bis zur Beantragung des Zertifikats gedauert. Das liegt aber halt auch daran, dass die Arbeiten an diesem Punkt halt auch mit vielen anderen Arbeiten vermischt waren, auch am DSpace vor allem. Also wir sind halt in der Migration von 1.5.2 auf 6.2 gewesen, sollten das neue DSpace dann auch ans Corporate Design der Uni anpassen, schon Vorbereitungen treffen für OpenAIR, für XMetaDisk Plus und so weiter. Und ich hatte auch einfach noch andere Projekte innerhalb der UB, an denen ich halt auch beteiligt war. Großer Anteil an der Arbeit ist Einarbeitung in Codebasis, auch Recherchearbeiten. Und was halt auch immer häufig gebremst hat, sind Absprachen, weil was für mich galt, die Arbeit in anderen Projekten galt halt auch für andere Kolleginnen und Kollegen, die sich zum Beispiel um die inhaltlichen Aspekte der Zertifizierung gekümmert haben. Daher versteige ich mich jetzt mal mit der Behauptung, dass wenn alles gut läuft, wenn man weiß, was man tun muss, der Aufwand der Vorbereitung der Zertifizierung sich in Wochen bemessen lässt. So, wer im Nachgang noch Fragen hat, kann mich gerne auch anschreiben unter der E-Mail-Adresse, die da angegeben ist. Wer sich unser Repositorium anschauen möchte, kann das auch unter der angegebenen URL tun. Ich werde Beispieldateien für das, was ich hier erzählt habe, in einem extra GitHub-Repository noch hinterlegen und den Link dazu dann im finalen PDF angeben, das ich im Wiki hochladen werde. Freue mich auf Fragen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den Vortrag, Philipp. Ich war sehr erfreut, als der angemeldet worden ist, weil ich dachte, das DIN-Zertifikat ist so ein ganz klassisches Thema fürs DSpace-Anwendertreffen. Es ist ein Zertifikat, das ja vor allem in den deutschsprachigen Ländern sehr verbreitet ist. Ich war sehr überrascht, dass ich das, wir machen das Anwendertreffen jetzt seit 2014 bereits, dass es so lange gedauert hat, bis das wirklich zum Thema geworden ist. Ich habe mich sehr gefreut zu sehen, dass es direkt ein DSpace-Repositorium gibt, das das Zertifikat hat und dass ihr dann auch bereit wart, hier heute darüber zu berichten, was erforderlich war dafür. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Es gibt bereits die ersten Fragen. Die erste Frage, werden die Codeänderungen auch in die aktuelle DSpace 7 Entwicklung berücksichtigt? Also ich bin gerne bereit, alle diejenigen Änderungen, die für DSpace 7 noch relevant sind, als Pull-Request zur Verfügung zu stellen. Das Problem ist ja einfach, vieles davon sind im wahrsten Sinne des Wortes oberflächliche Dinge und dementsprechend dann halt neu umzusetzen in der neuen Benutzeroberfläche. Aber beim Rest, wie gesagt, bin ich gerne bereit, Code zur Verfügung zu stellen und das halt auch als Pull-Request zu tun für den DSpace-Code. Es gibt auch parallele Entwicklungen, muss man sagen, also in Bezug auf die Statistiken zum Beispiel, gibt es inzwischen auch noch mal eine andere Entwicklung, die parallel erfolgt ist für DSpace 7, die Dinge ein bisschen anders umsetzt, aber ich denke auch die zertifikatskonform. Ich wollte sagen, es gibt noch mal die Frage, wie sieht es denn mit dem DINI-Zertifikat 2019 aus? Philipp, hast du da schon was überlegt? Ja, also wir haben uns das DINI-Zertifikat 2019, das neue Dokument, auch bereits angeschaut. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass das für mich vermutlich nicht allzu viel Arbeit hervorrufen wird, denn die meisten Änderungen da drin haben eigentlich nichts mit technischen Aspekten von Repositorien zu tun. Ich habe jetzt gerade dementsprechend aus dem Kopf keinen Überblick sozusagen, was sich jetzt
oder was wir tun müssen, um sozusagen auch 2019 konform zu werden. Nachdem ich halt sozusagen herausgefunden hatte, dass die technischen Aspekte da, oder dass da keine technischen Aspekte vorhanden sind für mich, habe ich das erstmal wieder ad acta gelegt. Aber der Plan besteht zumindest auch, sozusagen die Zertifizierung 2019 auch oder nach 2019er Variante auch zu machen. Ich muss auch sagen, das DINI-Zertifikat hat durchaus einen großen Wert, gerade weil es halt nicht nur technische, sondern auch viele organisatorische Anforderungen hat, die den Betrieb des Repositoriums sehr stärken. Ich denke, Philipp, das wirst du unterstreichen. Es ist halt nicht der Fokus deiner Arbeit in Osnabrück, aber es heißt natürlich nicht, dass das Dinge sind, die unterlassen werden könnten oder die an für sich nicht deswegen weniger Bedeutung hätten, im Gegenteil. Ganz genau. Also ich bin auch gerne bereit dazu, Fragen, wenn ich sie nicht beantworten kann, zumindest weiterzugeben. Aber das ist halt nicht der Punkt, auf den ich mich konzentriert habe, ja. Oder das sind nicht die Punkte, auf die ich mich konzentriert habe. Es wird jetzt in mehreren Fragen gefragt, ob du den Code, also speziell einmal konkret nach dem CC-Lizenzschritt wird gefragt, ob du den Code bereitstellen könntest und auch allgemein, ob du kann vielleicht kurz was zu nachhaltiger Codeentwicklung inklusive Deployment gesagt werden. Die letzte Frage habe ich nicht hundertprozentig verstanden. Kann kurz etwas zu nachhaltiger Codeentwicklung inklusive Deployment gesagt werden? Wie entwickelst du deinen Code? Wie kannst du ihn bereitstellen anderen Leuten in der DSpace Community? Wird da was kommen? Wo wird das veröffentlicht werden? Wie können die Leute den Code, den CC-Lizenzschritt und was du noch selber programmiert erweitert hast, finden? Also aktuell ist das alles noch nicht auffindbar, weil wir das alles nur im internen GitHub-Repository verwalten. Das Problem ist so ein bisschen, du hast es ja selber gesagt, nachhaltige Codeentwicklung. Es war für mich halt immer irgendwie eher der Fokus Getting Things Done, was halt dazu führt, dass man sich auf einem Versionsstand von DSpace oder auf einem Versionsstand von DSpace sozusagen aufsetzt irgendwie und ab dann sozusagen dieser Punkt halt eingefroren ist. Dementsprechend müsste vieles von dem, was ich gemacht habe, auch nochmal auf DSpace 6.3 hochgezogen werden zum Beispiel. Das ist auf der anderen Seite, weil die Unterschiede zwischen 6.2 und 6.3 ja nicht groß sind. Ja, eigentlich sind nicht groß. Das ist schon richtig, aber genau, ich würde halt trotzdem sozusagen jetzt, also ich will es halt trotzdem erwähnen. So, das ist das eine. Das zweite ist, ist es bei uns intern noch nicht abgesprochen worden, ob wir den kompletten Code irgendwie mal veröffentlichen wollen. Das werde ich mal ansprechen. Ich werde Beispielcode zur Verfügung stellen können, da sehe ich kein Problem, halt über ein extra GitHub Repository. Aber ob ich zum Beispiel den ganzen CC-Lizenzschritt herausgeben darf, muss ich halt noch klären, weil das ja doch eine ganze Menge Arbeit gewesen ist. Genau. Ich würde mal darauf nicht einfach mal zu sagen, wenn du das geklärt hast, schicken wir eine E-Mail über die dspace.de Mailingliste um. Können wir das machen? Ja. Super. Und wir werden die Folien auch im Wiki auf der Seite des DSpace-Anwendertreffens 2020 veröffentlichen und können dann eventuell auch dort nochmal einen Link hinzufügen, falls irgendwann dann der Code freigegeben werden konnte. Ganz genau. Es gibt einen Hinweis von Paul Vierkant, er ist Autor und Gutachter im DIN-Zertifikat und weist auch nochmal explizit darauf hin, dass ein Upgrade von 2016 auf 2019 DIN-Zertifikat natürlich nicht möglich ist, sondern es eine Neuzertifizierung bedarf. Aber vor einer Neuzertifizierung stellt sich ja jeweils dann die Frage, was für Änderungen lokal am Repositorium nötig sind. Und für Philipp dann halt aus technischer Sicht, ich denke, darauf bezog sich Philipps Anmerkung dann mit Betrachtung auf 2019. Und genau, dass das dann als Neuzertifizierung abgewickelt wird, wo neue Gutachter frisch drauf schauen, ich denke, das ist zumindest den meisten bekannt, hoffentlich. Ja, genau. Danke trotzdem nochmal für die richtige Stellung. Wie viele Manntage, Personentage hat das Projekt in Anspruch genommen, ungefähr? Ja, wie gesagt, es ist sehr schwer zu sagen, weil halt, wie gesagt, die Arbeit komplett vermischt war mit vielen anderen Arbeiten am DSpace. Ich will mich da jetzt nicht, also ich will es jetzt nicht genau bemessen, aber ich bin der Meinung, dass wenn man halt sich komplett darauf konzentrieren kann, auf diese Arbeit und sich in der DSpace-Codebasis schon auskennt, dass es dann eigentlich tatsächlich innerhalb von einem Monat zu machen sein sollte.
Aber wie gesagt, man muss dafür die Codebasis schon kennen, man muss also ein bisschen routiniert sein im Umgang mit Entwicklungsumgebungen, mit Deployment und so weiter und so fort. Muss auch viele Methodiken sich schaffen, um die eigene Testumgebung irgendwie schnell immer wieder verfügbar zu haben, solche Dinge. Da ist auch viel Arbeit reingeflossen. Ich habe also zum Beispiel also auch genau aus diesem Grund viele Erweiterungen der alten REST-API gemacht, um halt schnell Testdaten wieder ins System reinzukriegen und solche Dinge. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt dabei. Also, aber wenn man ein bisschen routiniert ist im Umgang mit der DSpace-Codebasis, dann sollte es relativ schnell gehen, die technischen Änderungen umzusetzen. Wenn man an das vorher schon Code bekommen kann, geht es halt dementsprechend noch schneller, weil man es ja nicht selber machen muss. Es gibt noch eine Frage, ich denke, also die kam vor deinem Vortrag, die schloss sich eigentlich an den letzten Vortrag an, dazu, ob es Planungen gibt, Ideen gibt, in Zukunft etwas wie eine ATS-Version von DSpace anzubieten. Vielleicht ganz kurz, also DSpace hat eigentlich das Prinzip, dass ein Major Release eine neue Version enthält, das heißt eine 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 und die Minor Releases 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3 das nicht enthalten und das ist bislang strikt eingehalten worden. 7.1 und 7.2 werden jetzt die einzigen Ausnahmen, also die ersten Ausnahmen sein und ich hoffe und werde mich auch selber dafür einsetzen, dass wir da auch zu diesem alten Plan zurückkommen, zu sagen, Major Releases bekommen keine neuen Funktionen. Wenn wir uns anschauen, wann 6.0 zum Beispiel erschienen ist, also normalerweise werden unterstützt die aktuellsten drei Major-Versionen, das heißt aktuell unterstützt werden 5.0, 6.0, 4.0, 5.0 und 6.0 sogar noch. Das geht mehrere Jahre zurück, das braucht keine weiteren ATS-Versionen. Normalerweise sollen eine Major-Version pro Jahr kommen, das heißt, es werden immer unterstützt auch noch die letzten beiden Major-Versionen, das heißt, es gibt Support für bis zu 3 Jahre. Ich denke, das ist eigentlich vollkommen ausreichend. Einfach so als persönliche Einschätzung und Antwort dazu. Gut, gibt es weitere Fragen noch? Sonst sind wir auch mit der Zeit für den Vortrag zu Ende. Philipp, nochmal herzlichen Dank dafür. Ja, sehr, sehr gerne. Den Vortrag. Und dann gibt es 5 Minuten Pause, 4 Minuten Pause bis zum nächsten Vortrag.